Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Fire Emblem. Ich bin Alex von The Features und bevor wir zu diesem Schloss gehen, machen wir mal hier schnell einen Scharmützel am Hafen von Bardo. Keine Ahnung. Ne, Betreuen. Citroën, Kreator, Technologie, Automobil. Worüber habe ich gerade eben jetzt gelabert? Ich glaube Citroën. Na, jetzt habe ich ja noch wenigstens 5 Sekunden, bis ich runtergelaufen bin. Dann beginne ich das Scharmützel in diesen komischen Wäldern da. Das müssten die Wälder sein, oder? Ne, ich glaube, da kommen wir von da. Ist das der Anfang? Die Atlas-Ebene, okay. So, das war jetzt knapp. Jetzt geht's mal weiter mit dem Spiel. Mirror kehrt sich an Ephraims Seite zurück. Eine noble Kriegerin bis an ihr Ende kämpfte Selena unangefochten ehrenvoll. Für keinen Moment missbrauchte sie Myrrhe als ihre Geisel. Ephraim erneuert seinen Eid, den Schleier des Mysteriums zu zerreißen, der das Imperium von Grado umgibt. Wow, ich gehe in Slow Motion ein. Selena ist ein weiterer Name auf der Liste der unschuldigen Opfer, die Grado zu verantworten hat. Das Zentrum des Imperiums von Grado. Eigentlich hätte Imperator Vigard hier sein müssen, aber... Anscheinend ja nicht, ne? Vater und Sohn. Grados Hauptstadt. Ihr Erscheinungsbild hat sich seit meinem letzten Besuch nicht verändert. Erika und ich kamen vor langer Zeit mit unserem Vater hierher. Dunel unterwies mich der Kunst der Lanze und zusammen mit Lyon studierte ich Geschichte. Ich hätte niemals gedacht, dass ich zurückkehren würde. Und an dieser Stelle beende ich Steam. Um hier eine Schlacht zu führen. Epic Throwback. 2 Jahre zuvor. Und so setzte der Held Grado und seine Gefährten die 5 heiligen Steine ein, um den bösen Dämonenkönig zu versiegeln. Seine verwünschte Seele ist seitdem im Stein von Grado eingesperrt. Der Stein von Grado wird seit jener Zeit Fire Emblem genannt. Bis zum heutigen Tag wird er als Nationalschatz des Imperiums verehrt. Ich glaube, das war's. Weitere Details über Grados Leben findest du in Die Gründungsgeschichte Grados. Das Buch ist sehr umfassend. Aber es ist so dick. Die Buchstaben sind so klein. Aber du musst es lesen. Du willst doch nicht, dass Vater McGregor dich wieder maßregelt, oder? Bücher und ich passen nicht zusammen. Das Problem ist, sie bewegen sich nicht. Sie langweilen mich zu Tode. Ich verstehe alles viel besser, wenn du es mir erklärst, Lyon. Ja, aber irgendwie kommt es mir eigenartig vor, dir ständig zu helfen. Es liegt vielleicht daran, dass ich dich bewundere, Ephraim. Ich will stark sein wie du, mutig und hübsch anzusehen. Ich habe eine Idee. Warum bringst du mir nicht bei, wie man mit einer Lanze umgeht, Ephraim? Ich kann nicht zulassen, dass mein Versager... Hoppala. Dass mein Versagen vor Erika ungesühnt bleibt. Ich stehe ja völlig dumm da. Abgemacht. Ab morgen wird geübt. Aber wenn du Erika schlagen willst, musst du die Sache sehr ernst nehmen. Nimm mich nur nicht zu hart ran, okay? Das war mal wieder künstlerische Freiheit. Er hat eigentlich in Ordnung gesagt. Ephraim. Ah! Schon wieder eine Erschütterung. Sie kommen mir öfter vor, nicht wahr? Bist du in Ordnung, Myrrhe? Ja, aber ich habe mich erschrocken. Ephraim, dieser Ort. Hat die Erde hier schon immer gebebt? Ja, Grado neigt schon seit sehr langer Zeit zu Erdbeben. Kleinere Stöße wie diese kommen immer wieder vor. Mach dir darüber keine Sorgen. Wirklich? Ephraim? Was ist? Ich kann es fühlen. Aus dem Inneren des Schlosses. Ich kann die Dunkelheit fühlen. Ich fühle eine große Quelle der Dunkelheit tief im Inneren seiner Mauern. Vielleicht kommt es aus dem Thronsaal. Dort befindet sich Imperator Vigarde, der Mann, der all dies begann. Lass uns gehen. Ja, einfach so. Niemand ist hier. Vater. Vater,
Haben wir etwas Dummes getan? Als ihr starbt, konnte ich den Verlust nicht akzeptieren. Ich... wäre ich doch nur stärker gewesen. Ihr es seht, feindliche Soldaten kommen auf uns zu. Oh, Prinz. Was ist los? Warum dieser ungewöhnliche Ausdruck auf deinem Gesicht? Ich würde es vorziehen, wenn du mich nicht ansehen würdest. Als wäre ich eine schreckliche Bestie. Ich bitte um Verzeihung. Sagtest du, wir werden angegriffen? Ich möchte, dass ihr den Feind sofort abwehrt. Setzt eure Waffen gegen Ephraim ein. Ist dieses Vorgehen annehmbar, Vater? Tu, was er sagt. Verstanden. Sofort, Euer Majestät. Beherrscht Grado, Imperator Vigard. Vernichtet Ephraim. Hoppala. So. Wir nehmen Garrick mit. Wir nehmen Joshua mit. Wir nehmen Larachel mit. Wir nehmen Luton Evan mit. Wir nehmen Verteidigung von 11. Wir nehmen Amelia schon mal mit. Wir nehmen Tethys mit. Wir nehmen Tana mit und Dunel und Arthur und Ross und Hoppala. Zu wenig. Einheiten wählen. Wir wollen wir noch mitnehmen. Wir wollen auf jeden Fall noch. Vielleicht sollten wir die Karte überprüfen. Karte anziehen. So, wir sehen. Imperator Vigarde. Imperator von Grado wieder auferstanden durch die Macht des dunklen Steins. Hoppala, du hast zu viel gespoilert. Danke. Scheiß Beschreibung. Ja, er ist tot. Druide mit Berserker. Zwei Druiden mit Berserker. Schlaf. Oh, Schweigen. Eine Truhe. Zwei Truhen. Oh nein, wir werden separiert. Okay, aber nur für kurze Zeit. Gut, ich würde sagen, Loote brauchen wir gar nicht. Da ist Arthur wirklich besser aufgehoben. Dann will ich aber noch Naimi mitnehmen. Dann lassen wir Joshua nochmal hier. Nehmen Kolm noch mit für die Truhen. Ich weiß nicht, sagen wir Tana. Ja, aber wir müssen noch ein paar neue Items geben. Du brauchst zum Beispiel... Komm, wir geben mal Barriere und Pflege nochmal. Du gibst den Langbogen ab. 25 Flugs reichen die. Und 12... Ja, es müsste reichen, 12 Gegner. Du... gibst eine Eisenlanze ab und nimmst dir mal einen Langspeer. Du hast alles, du hast alles, du hast ebenfalls alles, du hast alles. Okay, du kriegst noch eine elysianische Peitsche, auch wenn ich nicht glaube es. Nein, komm, du brauchst noch gar keine elysianische Peitsche. Genau, deine Stahlklinge. Du nimmst bitte eine Eisenklinge. Und das Zanbato. Naimi hat noch einen Eisenbogen. Ja, egal, du kriegst dafür noch Kurzbogen. Er hat einen Kurzbogen, bekommt sie. Du hast noch vier Dietrich. Holy moly. Wer Dietriche? Nein. Dann geben wir den mal. Einen Schnitter können wir ihm geben. Ne, wir geben ihm noch ein Eisenschwert. Und das dürfte dann reichen. So,
wurden aufgeteilt. Da kommen Axtleute mir direkt entgegen. Und wir haben ja glücklicherweise unseren Axtmeister. Und komm, den weich mal aus. Ja, okay, dann nehmen wir halt den Hit auf. In diesem Hit weine ich nicht mal wirklich. Genau, haben wir noch irgendwelche anderen komischen Einheiten. Du hast einen Türschlüssel. Panzerbrecher. Du hast einen Thronschlüssel, Türschlüssel. Ihr beiden. Du gibst mir einen Ritterwappen, wenn ich dich töte. Das ist aber nett. Die Garde. Ah, du hast einen Lebensring zum Klauen. Okay. Aber jetzt hier nichts Schlimmes. Niemanden bisher so zum Rekrutieren. Was machen wir denn mit dir? Anima-Magie ist immer sehr schön schlecht gegen dunkle Magie und aus dem Grund unterstützen wir euch beide immer noch nicht. Ich könnte ihn jetzt auch einfach hier zack und dann könnte ich ihn töten, aber ich tanze fürs Level Up und beende dann meinen Zug. Oh, wie ist der bloß so gut? Oh, oh, schön ausgewichen. Okay, tot. Ich wusste gar nicht, dass der Soldat wirklich so weit laufen kann. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, denn auf euch war ich eigentlich vorbereitet. Deswegen auch der Axtmeister. Und direkt wieder ein Crit. Was geht denn hier jetzt mit Tana ab? Level up. Level 15 erstmal. So, Stärke, Fähigkeit und Glück erhöht. Ja, das ist echt nett. Waffenlevel jetzt auch erhöht. Das müsste jetzt auf B oder A. Nee, du hast ja 0% Trefferchance. Aha, konnte ich mir schon denken. So, und du machst mir gerade mal einen Damage. Während ich die 17 reindrücke. Ja, man muss auch dafür bei der Magie niemals das Waffendreieck vergessen. Wobei das am Magier eigentlich meist nicht ganz so schlimm ist, weil die Resistenz immer sehr erhöht ist. Oh, und wen haben wir da, Renak? Haha, die Aufsehende. Die aufsehenerregende Hauptstadt von Grado. Die reichste Stadt auf dem gesamten Kontinent. Mit meinem geübten Auge erkenne ich sofort, dass es sich bei dieser Karte um einen unvergleichlichen Schatz handeln muss. Sobald dies alles vorüber ist, werde ich mich wohl allein fortstehlen. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Denn wir haben ja hier Larachel, euren Boss. Schatz in der Mitte. Wir brauchen auf jeden Fall ihn, weil Renak erstmal die Mitgliedskarte hat. Ein fauler und geiziger herausragender Kämpfer aus Carcino. Herausragender Kämpfer. Er kommt auf Level 1 in sein Schurke. Schurke ist, also er ist eine promoted Einheit. Knacken Schlösser ohne Werkzeuge. Waffenschwert, Fähigkeit knacken. Er hat die Fähigkeit knacken. Damit kann er halt Schlösser und sowas. Er braucht halt einfach, er braucht keinen Lockpick. Ja, das ist einfach sein Vorteil. Er haut die ganze Chose ohne Lockpick weg. Frage ist, bewegen die sich auf mich zu? Hey. Zack. Weg mit dir. Wie viel Damage würden die mir denn machen, würden die mich angreifen? Die würden mich gar nicht mehr so richtig treffen können. Oh, ein Klingenmeister. Ja, da bin ich bei dir besser, aber dann haust du mir einen 13er rein. Du haust mir einen 14er rein, zu einer 50% Chance. Riskiere ich auf mal gar nichts von beiden. Und gehe hier lang.
bewege mich dann nochmal mit Garrick hier hoch. So, Larachel bleibt im Hintergrund. Resistenz müssen wir ein bisschen nicht erhöhen. Du hast den, ja stimmt, du hast ihn eben nicht gedoppelt. So. Das können wir bitte noch einstellen. Manual, nein. Optionen, Solo, so. Du sollst aus sein, Amelia darf an sein, Larachel soll aus sein. So, du räumst mal bitte die da auf. Ich habe hier jetzt aber auch keinen Schwertkämpfer für euch vier da. Für die vier Pappenheimer. Dann darf Evan nochmal hier schnell Abstauber machen. Wobei er den ja gar nicht mehr nötig hat als so gute magische Einheit. Evan, Amelia und Ross sind ja die drei Trainees. Bei mir sind die jetzt nicht so... Naja, okay, bis auf Ross blühen die eigentlich nicht so auf. Ross ist meistens so BAM und Evan wird eigentlich auch relativ gut. Bei Amelia ist mehr so MÄH. Ja, wisst ihr, so MÄH Charakter. Nicht weil sie zum Schaf wird, sondern weil sie mehr so Durchschnitt ist. So Standard halt. Auch over the top, ja, aber halt nichts, was sonst so großartig polarisiert. So, dann tanzen wir nochmal hier den Pogo. Du hast nur ein Stahlschwert. Oh, du läufst voll in mich rein. Und du machst mir 13 Damage. Und du wirst mich treffen. Dann ist dann noch, sind noch die beiden netten Herren. Der würde mir noch 15 reindrücken. Und der mir nochmal 16. Das heißt, wir verpissen uns von hier. Me lucky. Ross One-Hit KO'd ja einfach. Okay. Der tat weh. Dieser Hit. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben jetzt selber den Klingenmeister. Das ist wunderschön. Ja. Die sind ganz schön stark hier. Muss man aufpassen. Ja, du hast einen Speer, danke. Ich beeile mich schon. Fuck. Im nächsten Part gibt es dazu mehr.